Der FC Bayern hat eine glorreiche Historie mit absoluten Legenden wie Schweinsteiger, Ribéry, Lothar Matthäus oder Gerd Müller. Die möchte ich heute alle in einem Karrieremodus-Team vereinen, um damit den Weltfußball zu dominieren. Aber ganz so einfach wird das nicht, denn das Glücksrad bestimmt, aus welchen Saisons ich Spieler verpflichten darf. Zu Beginn, okay, da bekomme ich easy 3 Spins zum Einstieg, aber ab dann kann ich mir jeden einzelnen Spin nur über Meistertitel, DFB Pokalsiege, Top-Torjäger, Ballon d'Or oder den Champions League Titel verdienen. Der bringt dann immerhin 2 Spins ein. Aber genau den muss ich auch innerhalb von 5 Saisons gewinnen. Denn sonst verlose ich mein neues Harry Kane Trikot mit Reumakai Unterschrift drauf. Also es geht für mich hier um einiges. Bitte verarsch mich nicht, Glücksrad. Auf dem sind alle Bayern Mannschaften drauf, die die Champions League gewonnen haben. Dazu hier noch die aus 85, 86. Einfach damit in dem Zeitraum auch was am Start ist. Die UEFA Cup-Siegertruppe von 95, 96. Wieder 10 Jahre später die Mannschaft von 2005, 2006. Dazu die von 2008, 2009. Das zweite Guardiola-Jahr 2014, 15. Und dann noch ganz einfach heute. Was bedeutet, dass ich einen heute noch aktiven Ex-Bayern-Spieler holen darf, wie zum Beispiel Toni Kroos. Aber das ist trotzdem mit so das Schlechteste, was man auf dem Board bekommen kann. Wir starten mit den 3 Free-Spins, die ich zu Beginn bekomme. Während das Glücksrad sich dreht, haut einen Daumen rein und es landet auf 2008, 2009. Daraus darf ich mir jetzt einen Spieler aussuchen. Michael Rensing war da einfach noch im Tor. Hans-Jörg Butt hatten sie. Und Lucio in der Innenverteidigung. Okay, den merken wir uns auf alle Fälle schon mal. Philipp Lahm ist hier. Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Franck Ribéry, sogar Landon Donovan. Dazu Thomas Müller und Miroslav Klose. Also die Auswahl ist riesengroß. Da hatten wir auf alle Fälle schon mal Glück, denn das ist nicht bei jeder von den Saisons so. Wie ihr hier jetzt seht, sind die Legenden alle 25 Jahre alt und sie spielen für den Verein, bei dem sie vor dem Transfer zum FC Bayern waren. Bei Schweinsteiger und Lahm gibt es da halt nur keinen. Und deshalb muss ich jetzt auch eigentlich einen von den beiden verpflichten. Ich würde sagen, zumindest in IFC 24 ist die größere Schwachstelle ganz klar hinten rechts. Und deshalb schnappe ich mir als erste Neuverpflichtung Philipp Lahm. Der war wirklich so verdammt gut früher. Jetzt kann er hier mit Harry Kane zusammenspielen. Vor allem hatte der eine Konstanz in seinem Spiel. Er hat ungefähr nie wirklich eine schlechte Leistung abgeliefert. Mal schauen, wie sehr er die Mannschaft hier pushen kann. Damit bleiben noch 2 weitere Spins. Und der erste, der vorletzte davon landet auf 2014-15. Also eine der Mannschaften, die noch nicht so extrem lange her ist. Da war auch schon Manuel Neuer im Tor und sogar Kapitän. Philipp Lahm ist natürlich auch wieder da. Dazu aber auch Xabi Alonso. Bastian Schweinsteiger erneut. Mario Götze. Den gibt es ja auch aktuell noch. Den könnte man theoretisch holen. Franck Ribéry, Arjen Robben, Lewandowski. Aber solange ich halt Icons verpflichten kann, konzentriere ich mich auch voll auf die. Und deshalb sind wir hier bei einer Auswahl aus Schweinsteiger, Ribéry und Alonso. Klar, am logischsten wäre es jetzt wahrscheinlich Schweinsteiger zu holen. Der nächste freie Spieler, man weiß ja eh nicht, ob er nicht bald bei irgendeinem anderen Club unterschreibt. Dann müsste ich Geld für ihn bezahlen. Aber es ist halt auch die einzige Saison, bei der man die Möglichkeit bekommt, Xabi Alonso zu verpflichten. Und der FC Bayern möchte ihn ja im Real Life unbedingt als Trainer haben. Hier läuft praktischerweise gerade sein Vertrag aus bei Real Madrid. Nee, Upamecano möchte ich nicht abgeben. Ich zahle lieber einfach die 60 Mio und mache damit einen absoluten Stil. Auch geil, wie jung Xabi Alonso hier noch aussieht im Vergleich zum Real Life. Und das ist jetzt schon ein richtig geiles defensives Mittelfeld. Kimmich und Alonso. Der allerletzte Spin, zumindest für diese Saison, dann müssen wir Titel gewinnen. Er fällt auf. Doch nicht heute. Der fällt wirklich auf heute. Schlimmer hätte es nicht sein können. Ich meine, klar, da gibt es schon auch eine riesengroße Auswahl. Aber nach Robert Lewandowski ist der Beste schon nur noch ein 86er. Und Lewandowski zu verpflichten ist nicht so sinnvoll, wenn man einen Harry Kane vorne drin hat. Und deshalb gehe ich auf einen Innenverteidiger. Lucas Hernandez ist eigentlich der Beste, wenn man ihn umformt. Aber der ist in München nicht mehr so gern gesehen. Anders ist das bei David Alaba. Der ist auch von der Gesamtstärke her der Beste. Also zumindest unmittelbar ohne Umformung. Das ist also die Rückkehr von David Alaba zum FC Bayern. Aber das Besondere dabei ist natürlich, er darf wieder mit Alonso und Lahm zusammenspielen. Bevor wir aber ans Ende der ersten Saison simulieren, müssen wir natürlich noch schauen, wer den Ballon d'Or gewonnen hat. Ich gehe jetzt mal davon aus, es ist kein Spieler von uns. Das wäre schon so ein bisschen crazy. Ja, und wie fast eigentlich immer, der erste Ballon d'Or geht an Haaland. Aber so ab dem zweiten, würde ich sagen, sind wir da eigentlich auch dann
dann so richtig in der Verlosung mit drin. Das kommt natürlich auch ganz klar darauf an, welche Icons ich verpflichten darf. Aber darf ich überhaupt welche holen? Das finden wir jetzt gemeinsam heraus. Alonso hat sich verbessert auf eine 88. Alaba hat immer noch eine 85. Also diese Icons haben alle kein zusätzliches Potenzial mehr. Und ich habe auch keine Entwicklungspläne oder so gegeben. Da finde ich das jetzt schon ziemlich heftig. Im Tor bräuchten wir halt jemanden neuen. Das könnte noch ein richtig großes Problem werden. Harry Kane, 25 Buden, davon 20 in der Bundesliga. Schauen wir mal, reicht das, um Top-Torjäger zu werden? Es reicht leider nicht. Ivan Toney schießt 24 Buden für Wolfsburg. Moreno trifft noch 22 Mal. Mich wundert es, dass ich jetzt hier keinen Klose sehe. Da ist er, 12 Treffer. Mario Gomez hat 11 Mal für den VfB Stuttgart genetzt. Es ist natürlich jetzt auch eine schwerere Liga. Mit den Icons noch zusätzlich drin. Und trotzdem gewinnen wir die Meisterschaft und den DFB-Pokal. Supercup auch. Der bringt natürlich keinen Spin ein. Aber das heißt, let's go. Zwar kein Top-Torschütze, aber trotzdem zwei neue Spins für die zweite Saison. Für die Champions League könnte auch noch was dazukommen, aber da war es schon klar. Da hat man schon im Kalender gesehen. Da sind wir nicht so sonderlich weit gekommen. Im Achtelfinale war schon Schluss gegen Atletico. Boah, zum Glück sind noch 4 Saisons übrig, in denen ich die Champions League gewinnen kann. Wie gesagt, das große Problem wird halt der Torhüter wahrscheinlich. Wir gehen in die zweite Saison mit 2 Spins. Und die holen wir uns jetzt auch erstmal, bevor wir irgendwas anderes tun. Spin Numero Uno landet auf den Champions League Siegern von 2001. Und da gibt es jetzt auch, glaube ich, wirklich wenige Spiele, die überhaupt in Frage kommen. Im Tor war da noch Oliver Kahn. Dann haben wir Legenden wie Kufur, Linke, Lizarazu. Ich glaube, es muss fast Lizarazu werden. Ich glaube, das ist der einzige Spieler, den es in IFC 24 gibt. Denn es gibt kein Elba, kein Janka, kein Santa Cruz. Wobei der, glaube ich, sogar noch aktiv ist irgendwo. Aber das heißt, ich muss quasi einen neuen Linksverteidiger kaufen. Zum Glück gibt es Tauschdeals. Und so wechselt Lizarazu von Athletic Bilbao zum FC Bayern. Der war tatsächlich zweimal im Club, aber beim ersten Mal kam er eben von Bilbao. Überragender Linksverteidiger. Ich musste halt Rafael Guerrero jetzt abgeben. Aber ist eh krass, weil Davies ja auch noch hier ist. Eine weitere Verstärkung bekommen wir natürlich noch. Das Glücksrad fällt auf 2014-15. Die hatten wir doch schon, oder? Das ist wieder dieses zweite Guardiola-Jahr. Mit Lahm, Schweinsteiger, Ribéry, Lewandowski. Auf die Torhüter muss ich auch immer kurz schauen, aber da ist niemand dabei. Das heißt, es wird Schweinsteiger oder Ribéry. Und Schweinsteiger hat halt den klaren Bonus, dass wir für ihn keine Ablösesumme zahlen müssen. Also herzlich willkommen zurück, Basti, Weltmeisterheld von 2014. Da war er wirklich eine absolute Maschine. Die Frage ist jetzt nur, wie ich ihn am besten ins Team eingebaut bekomme. Weil im zentralen Mittelfeld haben wir ja eigentlich schon Kimmich und Alonso. Ja, ich glaube, ich muss Kimmich rausnehmen. Dafür schieben wir hier die rechte Seite ein bisschen vor. Dann können wir da einen zentralen Mittelfeldspieler unterbringen. Boah, das ist schon eine absolut geile Mannschaft. Alonso, Schweinsteiger, Musiala, Sané, Harry Kane, Lizarazu, Philipp Lahm. Nur im Tor halt. Da wird es Probleme geben. Manuel Neuer wird auch nach dieser Saison jetzt seine Karriere beenden. Das Gute ist, wir haben noch Alexander Nübel. Das ist die einzige Hoffnung. Der hat halt auch nur 79, ist 27 Jahre alt. Ich werde ihn jetzt mal ausleihen, diese Saison noch. Ab nächster Saison wird er dann unsere Nummer 1 sein. Da bin ich mal sehr gespannt, ob wir damit die Champions League dann gewinnen können. Das wird verdammt schwer. Thomas Müller hört übrigens auch auf, nur damit ihr da Bescheid wisst. Nübel geht zu Frankfurt und damit können wir wieder zur Ballon d'Or-Verleihung simulieren. Ich glaube halt, dass wir erneut leer ausgehen. Die Chance ist ziemlich hoch. Champions League-Titel haben wir nicht gewonnen. Der hätte natürlich geholfen. Ansonsten ist er jetzt auch kein überkrasser Spieler in der Mannschaft drin. Ballon d'Or-Sieger verkündet. Es ist erneut Erling Haaland. Bedeutet, wir müssen uns die Spins anderswo verdienen, aber nicht in der Champions League. Da waren wir einfach im Finale und haben das mit 2:0 verloren. Aber hoffentlich hat Harry Kane jetzt richtig, richtig viele Buden geschossen. Er kommt auf 27, davon nur 17 in der Bundesliga. Sané hat sogar 18 in der Bundesliga. Das wird halt wieder nicht reichen für den Top-Torjäger. Kann ich mir nicht vorstellen. Genau so ist es. Füllkrug trifft 21 Mal. Sogar Ballack hat 15 Mal für Leverkusen eingenetzt. Generell ist Leverkusen hier echt heftig, weil die halt noch Ballack und Lucio dazu bekommen haben. Okay, hier steht zunächst nur die Champions League, dann der Meistertitel. Let's go. Riesengroßer Vorsprung. Also den haben wir scheinbar abonniert, aber es kann auch nur so gehen, dass wir halt Spins dazu bekommen. Es sind wieder 2, um dann die Mannschaft zu verbessern, um irgendwann mal den Champions League Titel zu gewinnen. Wir waren immerhin schon mal im Finale. Das ist ja ein Zeichen. Problem ist natürlich,
ehrlich, im Tor werden wir nicht unbedingt besser. Gefühlt nur schlechter, wobei Nübel mittlerweile das gleiche Rating hat wie Manuel Neuer. Saison 3 mit Xabi Alonso als Spielertrainer und Alex Nübel als Nummer 1. Und da werde ich jetzt wirklich alles rein investieren, dass der möglichst gut wird. Der bekommt einen Entwicklungsplan, anders als alle anderen Spieler. Und ich kaufe sogar extra Torhüter-Mitarbeiter für ihn. Und zwar so, dass wir da sogar bei 11 von 10 Sternen stehen. Hoffentlich geht er dann zumindest noch so ein bisschen hoch. Weil einen Torhüter werden wir über die Spins nicht bekommen. Höchstens so ein Jan Sommer, aber der hilft uns halt auch noch kaum weiter. Ist nicht mehr der Jüngste. Die Champions League-Sieger von 2013. Aber krass, wie wir nie so richtig alte Teams bekommen. In der Mannschaft von 2013 war wieder Alaba drin. Philipp Lahm sehen wir mal wieder. Schweinsteiger sowieso. Emre Can, den habe ich fast vergessen vorhin. Ribéry ist wieder mit dabei. Aber auch Mario Gomez. Da ist natürlich wieder die Sache, dass wir schon so ein 91er Kane vorne drin haben. Und Mario Gomez Chacha hat halt nur eine 88. Und deshalb muss es Franck Ribéry sein als neuer alter Flügelflitzer des FC Bayern. Das linke Mittelfeld ist hier sowieso eine der Schwachstellen in der Mannschaft. Passt also perfekt. Und er war jetzt auch echt nicht so teuer. Boah, das ist schon immer wieder cool, so diese alten Bayern-Legenden im neuen Bayern-Trikot bei der Vorstellung zu sehen. Wie geil wäre das jetzt einfach nochmal so einen jungen Franck Ribéry zum FC Bayern zu holen. Für Coman wird es jetzt halt schwierig da links draußen, aber gut. Vor allem für mich als Bayern-Fan ist das halt so eine geile Mannschaft, ey. Das ist so unnormal. Und es ist ja immer noch ein weiterer Spin übrig. Bekommen wir jetzt auch mal so eine Mannschaft von richtig früher? So eine ganz, ganz alte? Das ist die Frage. Nein, wir bekommen die einfach nicht. Stattdessen schon wieder die Champions-League-Sieger von 2012, 2013. Da habe ich jetzt mal alle Spieler rausgesucht, die in Frage kommen. Mit Abstand der Beste natürlich Mario Gomez. Der kostet aber halt auch verdammt viel Geld. Wir haben noch 118 Millionen übrig. Also es wäre vielleicht sogar möglich, Mario Gomez zu verpflichten. Die anderen helfen uns halt auch alle 0,0 weiter. Und so schwächen wir wenigstens im Stile des FC Bayern die Konkurrenz. Denn er kommt hier ja wie damals vom VfB Stuttgart. Die waren interessiert an Konrad Leimer, habe ich ihnen gegeben. Und damit ist halt jetzt die Frage, stellen wir das System um? Mit so einem 4-4-2 könnte ich halt noch mehr Legenden einbauen. Wobei das dann die Wahrscheinlichkeit auf den Top-Torschützen so ein bisschen verringert. Und viele von euch wollen wahrscheinlich, dass ich Jamal Musiala rausnehme. Komm, wir probieren es jetzt mal weiter so. 4-2-3-1 ist ja auch irgendwie so die typische FC Bayern-Aufstellung. Aber das heißt, Mario Gomez ist nur in der Joker-Rolle. Und das, obwohl Musiala eigentlich weg möchte. Aber das lasse ich natürlich nicht zu. Also scheinbar gibt es da eh so ein bisschen Probleme mit der Spielzeit. Das Allerbeste wäre jetzt, wenn er den Ballon d'Or bekommen würde. Aber nein, der geht natürlich an Erling Haaland. Sowieso klar. Warum schaue ich es überhaupt noch nach? Worauf ich jetzt am Ende der dritten Saison ganz besonders achten möchte, ist, wie Spielertrainer Alonso die Spielzeit so verteilt. Das haben wir bis jetzt ja nur nebenbei gemacht. Nübel klar gesetzt, konnte sich immerhin um eine Gesamtstärke noch verbessern. Links hinten spielt eigentlich fast nur Lisa Razou. Nee, nur Lisa Razou. Ich frage mich aber gerade auch, wann zur Hölle Davies zu Barcelona gewechselt ist. In der Innenverteidigung kommen vor allem Minchay und De Ligt zum Einsatz. Das ist erwartungsgemäß. Rechts hinten Philipp Lahm im defensiven Mittelfeld. Verteilt es sich ziemlich krass zwischen Alonso und Kimmich. Auf der linken Seite spielt fast nur Ribéry. Im zentralen Mittelfeld Bastian Schweinsteiger. Also das passt eigentlich alles schon ganz gut. Rechtes Mittelfeld Sané. Im Sturm Mario Gomez. Warte mal kurz. Im Sturm Mario Gomez. Was ist mit Harry Kane? Der geht aber auch runter. Der hat jetzt nur noch eine 87. Also vielleicht war es der perfekte Zeitpunkt für die Verpflichtung von Mario Gomez, der auch 25 Mal in der Bundesliga getroffen hat. Und normalerweise sollte das reichen, um Top-Torjäger zu werden. Let's go zum ersten Mal. Ein Bayern-Spieler da ganz vorne in der Liste. Was bedeutet, dass wir uns schon mal einen Spin gesichert haben? Kommen da noch weitere dazu, ist jetzt die Frage. Jawohl, für die Bundesliga noch ein zweiter. Die haben wir hier zum Glück abonniert. DFB-Pokal, da hat es in diesem Jahr leider nicht gereicht. Da sind wir ja schon saufrüh rausgeflogen. Hier in Runde 2 gegen den VfB Stuttgart. Und in der Champions League, wissen wir schon aus dem Kalender, haben wir nicht gewonnen. Im Viertelfinale war Schluss gegen Juventus Turin. Aber das heißt, es bleiben jetzt auch nur noch 2 Saisons übrig und mir fehlt immer noch dieser Champions League-Titel. Auch Saison 4 beginnt wieder mit 2 Spins und man würde ja meinen, dass der Kader nur immer größer wird. Der ist auch verdammt groß. Aber ich habe jetzt mittlerweile angefangen, schon in der letzten Saison bei den schlechten Spielern einfach die Verträge nicht mehr zu verlängern. Und dazu hören natürlich auch immer wieder Spieler auf, wie jetzt dann David Alaba oder Eric Dier. Da ist es auch umso wichtiger, dass neue Spieler mit Qualität dazukommen. Und in diesem Fall ist es ein Spieler,
Spieler aus der Saison 2000, 2001. Das ist halt jetzt die Frage, ob es überhaupt noch einen gibt, den man holen kann. Weil man sieht es hier, die haben alle ihre Karriere beendet, bis auf Roque Santa Cruz. Den gibt es nicht im Spiel. Und die einzige Icon-slash-Hero-Karte hat, glaube ich, Lisa Razou. Wir können es ja nochmal durchgehen, aber ich denke nicht, dass da noch jemand in Frage kommt. Genauso ist es. Wir können das also löschen und das Rad dann einfach nochmal drehen. Und dieses Mal landet es auf den Champions League-Siegern von 75-76. Also auch endlich mal so eine richtig alte Mannschaft. Im Tor dann noch Sepp Maier, Franz Beckenbauer hat mitgespielt. Muss ich auch ehrlich sagen, als Bayern-Fan sagen mir da einige Namen gar nichts. Im Sturm dann aber Gerd Müller, dazu noch Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge. Aber von diesen ganzen Spielern gibt es auch nur überhaupt einen einzigen, der im Game drin ist. Und das ist natürlich die ultimative Legende Gerd Müller, weil der auch keinen Verein vom FC Bayern hatte, war der hier ein freier Spieler zum Start, ist aber mittlerweile bei Real Madrid gelandet. Die Frage ist jetzt, können wir uns den überhaupt leisten? Da muss ich jetzt möglicherweise zum ersten Mal Spieler verkaufen. Und zwar die hier alle, darunter auch Masraoui und Harry Edward Kane. Und jetzt können wir uns Gerd Müller leisten. Damit kehrt er zurück zum FC Bayern. Da gehört er hin. Was will er denn bei Real Madrid? Das fühlt sich ja einfach nur komplett falsch an. Und was für eine Legende ist das bitte? Der Bomber der Nation, vielleicht der beste Stürmer, den es jemals gab, wenn es wirklich um reine Mittelstürmer geht. 175 Millionen hat er gekostet, aber es ist er auf alle Fälle wert. Denn jetzt, wo Harry Kane ja auch nicht mal so richtig gut war, brauchen wir da eine neue Sturmspitze und er ist der Beste, den man haben kann. Mal schauen, wer da noch als Zweites dazu kommt. Der darf halt jetzt nicht nochmal so extrem teuer sein. Es wird 2008, 2009. Da weiß ich jetzt gar nicht, wen es noch gibt. Lucio. Der wäre halt auch wirklich eine Verstärkung. Wobei da schon auch noch Klose und Donovan mit drin waren. Außerdem zum Beispiel Kroos und Podolski, aber die haben beide mittlerweile schon aufgehört, beziehungsweise hört Kroos gerade auf. Den kann man also nicht verpflichten. Der nächste Stürmer würde uns halt nichts bringen. Es ist eine klare Geschichte. Der Brasilianer muss zum FC Bayern kommen. Bei ihm stimmt halt das Spielergesicht irgendwie nicht. Hat irgendwas nicht so richtig funktioniert. Deshalb müssen wir uns die Vorstellung auch gar nicht anschauen. Ich frage mich, ob das in Ultimate Team genauso ist. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare rein, aber er hat eine 89, 80 Millionen gekostet, plus Danisic. Der kennt sich eh schon aus in Leverkusen und damit ist unsere Innenverteidigung jetzt nochmal besser geworden. Ob da überhaupt noch jemand dran vorbeikommt, das ist die Frage, weil dann kommt es auch nicht auf Nübel an. Ich wollte nur mal zeigen, wie das hier bei der Aufnahme aussieht, wenn hier die beiden Katzen irgendwo rumsitzen. Die müssen auch immer mit dabei sein. Schnell rüber zum Ballon d'Or. Also jetzt haben wir zumindest minimale Chancen, aber nein, Kylian Mbappé schnappt sich den Ballon d'Or 2026. Damit bleibt nur noch eine weitere Chance auf die Trophäe, genauso auf die Champions League. Boah, jetzt wird es halt wirklich eng. Muss ich mein Trikot wohl wirklich verlosen? Müller hat halt auch scheinbar kaum gespielt. Was machst du, Xabi Alonso? Du hast Gerd Müller im Kader und dann setzt er ihn nur 9-mal ein, weil er scheinbar Mario Gomez so liebt. Er schießt aber auch nicht die meisten Tore, denn die kommen von Franck Ribéry. Der hat 19-mal in der Bundesliga getroffen. Also ich denke nicht, dass das reicht, um hier Top-Torjäger zu werden. Genauso ist es. Marcos Leonardo kommt auf 21 Buden. Dann kommt Boniface für Borussia Dortmund aber. Und Griezmann ist mal wieder zu Leverkusen gewechselt. Nübel hat immerhin eine 83. Das ist auf alle Fälle ein Erfolg. DFB-Pokal wurde gewonnen, aber die Liga nicht. Da wurden wir nur Dritter. Was zur Hölle? Also jetzt ist Schluss hier mit Xabi Alonso als Spielertrainer. Ich nehme ihm die Binde wieder weg. Die bekommt jetzt Schweinsteiger. Oder warte, Lahm, das ist noch ein bisschen realistischer. Hä, aber das ist ja richtig dumm. Wir haben einfach nur einen Titel gewonnen. Der DFB-Pokal hat uns irgendwie noch den Arsch gerettet, sodass wir zumindest einen Spin noch bekommen. Aber sind wir ehrlich, es war eine absolute Kack-Saison. Saison 5 und das bedeutet, dieser eine Spin muss uns jetzt den Arsch retten. Irgendwie noch die Champions League holen mit so einem 83er Nübel. Es muss doch möglich sein. Ich wüsste aber auch gar nicht, wie man die Mannschaft jetzt noch verstärken soll. Die einzigen Icons bzw. Heroes, die wir jetzt noch nicht geholt haben, sind Lothar Matthäus, Klose, Ballack und Donovan. Und ja, der war tatsächlich mal für ein halbes Jahr zum FC Bayern ausgeliehen. So eine richtig krasse Verstärkung ist halt keiner davon. Trotzdem hoffe ich natürlich auf Lothar Matthäus. Komm bitte, Glücksrad, gib mir Lothar Matthäus. Nein. Das werären erstmal die Champions League-Sieger von 73-74. Da war nur Gerd Müller drin. Den haben wir schon. Das heißt, es gibt einen erneuten Spin. Klar, ich hätte die jetzt auch rausnehmen können, aber jetzt ist es schon zu spät. 85-86. Das ist Lothar Matthäus. Ich glaube, das ist auch wieder der einzige Spieler, der da überhaupt in Frage kommt. Wir können es ja mal kurz gemeinsam
langsam hier ein bisschen durchscrollen, aber keiner davon ist in FIFA drin, bis auf natürlich Lothar himself. Praktisch auch, dass hier gerade sein Vertrag ausläuft. Das heißt, wir bekommen ihn für nur 103 Millionen. Und was man halt bei Lothar Matthäus nicht vergessen darf, der hat mal einen Ballon d'Or gewonnen. Das ist schon absolut crazy. Mal schauen, ob er den hier dann auch gleich wieder gewinnt. Bringt uns jetzt natürlich nichts mehr für die Spins, das habe ich vergessen, weil ich vorhin gesagt habe, da gibt es noch eine Chance. Also gut, es wird nochmal jemand einen Ballon d'Or bekommen, aber wir erhalten daraus halt keine Spins. Die jetzige Mannschaft muss es richten, aber Qualität dafür ist auf alle Fälle mehr als genug da. Vor allem, wo jetzt noch hier Alonso durch Matthäus ersetzt wird. Ich meine, Matthäus könnte man vielleicht sogar umformen. Ich weiß halt nur nicht, auf welche Positionen. Theoretisch kann der ja auch Innenverteidiger spielen, aber das wird 199 Wochen dauern. Außenverteidiger geht schneller, aber da haben wir schon richtig gute. ZDM 2 Wochen. Ich glaube, ich mache einen defensiven Mittelfeldspieler aus ihm, weil dann sind die ganzen anderen ZDMs nicht auf einmal komplett sinnlos und könnten so theoretisch noch eingesetzt werden. Weil sonst spielt wahrscheinlich Leon Goretzka die ganze Zeit. Und vielleicht geht er ja sogar noch hoch vom Rating her tatsächlich. Es hat sich also gelohnt. 91er Lothar Matthäus in der Mannschaft ist der drittbeste Spieler. Zusammen mit Leroy Sané, weil Lahm und Müller haben sogar eine 92. Also ey, diese Mannschaft ist so überragend. Bis auf den Keeper. Dazu diese Bank einfach noch. Die müssten doch jetzt die Champions League gewinnen. Ich hoffe wirklich, dass Lothar Matthäus das fehlende Puzzlestück ist. Bevor wir aber ans Ende der Saison gehen, Ballon d'Or Sieger verkündet. Vinicius Junior, also kein einziges Mal ein Bayern-Spieler. Und das, obwohl da so viel absolut heftige Leute zusammenspielen. Aber gut, die haben halt auch nie die Champions League gewonnen. Und so große Titel helfen ja doch schon immer enorm. Wir gehen rein in die Champions League K.O.-Phase über die Kalendersimulation. Hinspiel gegen Atletico wurde mit 4:2 gewonnen. Das Rückspiel ist jetzt, glaube ich, unentschieden ausgegangen. 2:2, aber wir kommen weiter. Nächster Gegner, Juve, Hinspiel verloren. Das Rückspiel verlieren wir auch. Das gibt's doch nicht. Diese unfassbare Mannschaft des FC Bayern gewinnt nicht den Champions League-Titel. Hey, das zeigt mal wieder, wie broken dieser Karrieremodus ist, Mann. Wie viel besser soll ich denn die Mannschaft bitte noch machen? Es geht gar nicht mehr besser mit den ganzen Icons. Das ist fast komplett 90 plus und sogar Nübel hat eine 85. Wir gewinnen trotzdem nicht innerhalb von 5 Saisons die Champions League. Die Meisterschaft wurde aber jetzt wieder geholt. Der Supercup, der DFB-Pokal. Also eigentlich hat die Mannschaft alles auseinandergenommen. Nur in der Champions League war halt Juve irgendwie zu gut. 6:4 gegen die verloren. Das kann es ja wohl nicht geben. Gerd Müller jetzt immerhin mal mit ordentlich Spielzeit. 43 Einsätze, 28 Tore. Ribéry mit 14 Vorlagen. Weil ich es immer gemacht habe, hier jetzt noch die Spielerstatistik. Da sind Musiala und Müller die beiden Besten für Bayern. Ja, und das heißt ja tatsächlich, ich muss mein wunderschönes Kane-Trikot verlosen. Auch noch dazu mit der Unterschrift hier von Römer Kai drauf. Aber gut, so ist das Leben. Schreibt mir in die Kommentare rein, wo ich euch erreichen kann. Also keine Ahnung, zum Beispiel Mail oder dann schreibt ihr eure Mailadresse oder Instagram, dann schreibt ihr euren Instagram-Namen oder Twitter, dann schreibt ihr euren Twitter-Namen, damit da keine Missverständnisse auftreten. Und einfach mal ganz frech hier noch Teilnahmebedingungen. Daumen rein aufs Video und den Kanal abonnieren. Road to 500.000 Abonnenten. Und wenn du Bock hast, kannst du dann noch bei meinem Podcast vorbeischauen. Link dazu in der Videobeschreibung. Ey, und auch nur einfach, weil ich es kann, werde ich jetzt noch eine weitere Saison simulieren. Weil es kann es ja wohl nicht geben, dass diese Mannschaft keinen einzigen Champions League-Titel gewinnt. Ja, natürlich. In der 6. Saison klappt es jetzt im Finale gegen Eindhoven. Wird mit 2:1 gewonnen. Die Mannschaft ist noch besser geworden. Nübel hat sogar eine 86. Also krass, wie der sich noch entwickelt hat. Bester Torschütze in diesem Jahr wurde Gerd Müller mit 28 Buden. Bester Vorlagengeber Basti Schweinsteiger. Deutscher Meister wird man natürlich auch wieder. Supercup wurde gewonnen. DFB-Pokal interessanterweise nicht. Ja, und Champions League wissen wir Bescheid. PSG geschlagen, hier Newcastle geschlagen, RB Salzburg geschlagen. Also halt eine Saison zu spät jetzt. Wenn ihr den Spielstand weiter oder vielleicht mal ein Spiel mit denen zocken wollt, wenn ihr Mitglied werdet ab der 2. Stufe, wenn ihr auf dem PC zockt, könnt ihr euch den Spielstand reinziehen. Dann habt ihr auch die ganzen Bayern-Legenden. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Euer Bernie. Tschüss. Und jetzt würde ich sagen, hier das letzte Video abchecken. Darin habe ich eine Alters-WM gespielt. Also die besten Spieler der Welt wurden nach Alter in Teams zugewiesen. Das heißt Harry Kane zum Beispiel bei Team 30, Musiala bei Team 20 und so weiter. Wer es verpasst hat, jetzt unbedingt noch nachholen, mein letztes Video hier.